Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wie schon in der letzten Folge gesagt, meine Stimme ist immer noch nicht ganz oben auf. Das heißt, sollte ich zwischendurch mal einen kurzen Cut machen, dann ist es nur einem Hustenanfall geschuldet. Ja, wir haben, ich dachte eigentlich, ich höre ihn gerade irgendwo in der Nähe. Ach, da oben ist er. Wir haben jetzt noch eine Merlin mit Quest offen. Genau, eine Quest mit Merlin offen. Sieh dir dieses Dreamlight an. Du machst das sehr gut. Und da freue ich mich besonders drauf, wollte ich gerade sagen. Aber Jetzt Dankeschön. komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Na los, wir haben ein Schicksal zu erfüllen. Habe ich was für ihn? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ohne Nachtschärpe hätte ich mitnehmen können. Nachtschärpe ohne blaue, das ist die aber nicht, ne? Blaufarbene Bartfarben. Blaue Hortensie. Moment, Merlin, wir kommen gleich wieder. Danke, sehr freundlich von dir. Dass ich sage, dass wir wiederkommen. Ja, finde ich auch sehr freundlich von mir. So. Blaue Hortensie habe ich nicht. Aber wir haben so ein Ding hier. ja, da wollen wir eine von haben. Genau, die nehmen wir mit. So. Merlin! Wo ist denn jetzt schon wieder hin, der alte Sack? Oh, Merlin, ernsthaft? Wie ist der denn bitte in so kurzer Zeit so weit nach unten gekommen? Könnt ihr mir das mal. Gut, das ist ein Zauberer, ne? Ist mir schon irgendwie klar, wie der da hingekommen ist. Merlin, nicht abhauen! Da steht er. Das müssen wir auch mal kurz hier. Das geht ja nicht. Das kann ja hier nicht so dreckig. Ne? Ich meine, er ist eh am Angeln. Ich So. bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt, nur falls du daran gezweifelt hast. Eigenlob stinkt, Merlin. Ich kann dich gar nicht ansprechen. Warum kann. Ah, Da jetzt. bist du ja. Ja. Schon die ganze Zeit. Also, erstmal habe ich was für dich, nämlich eine Nachtschärpe. Da freut er sich sehr kommentarlos. Danke, meine Liebe. Ah! Dein Begleiter kann mehr Materialien. Ja, das ist klar. Und ein pinkes Täschchen haben wir übrigens auch schon bekommen. Das heißt, nein, wir haben kein pinkes Täschchen bekommen, soweit ich weiß, aber. Nein, ich will dich jetzt gerade nicht streicheln. Geh mir doch mal aus dem Weg hier. Ich freue mich ja jedes Mal. Och. Ich will Du mit dir bist reden. hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ja, dann lass uns doch endlich mal weitermachen. So, Zeit für eine weitere philosophische Frage. Oh ja. Wolltest du schon einmal ein Eichhörnchen sein? Nö. Aber es klingt nach Spaß. Nun, ich denke, das Herumhüpfen kann am Anfang ein bisschen Spaß machen, aber das Leben eines Eichhörnchens ist risikoreich. Es ist sogar geradezu gefährlich. Beinahe alle sind größer als die kleine Kreatur und ein Großteil davon will sie fressen. Was glaubst du, können wir von einem Eichhörnchen lernen? Mitgefühl für die Schwachen. Passt ja jetzt so gar nicht. Walnüsse sind lecker, das können wir bestimmt auch lernen. Aber ich sag mal, wie man überlebt. Das ist in der Tat eine praktische und wichtige Lektion. Wenn das Leben hart ist, müssten wir Wege finden, um es zu meistern. Und jetzt hinfort mit dir. Nein! Es gibt viel zu tun. Da bist du ja. Deswegen will ich ja gar nicht. Also, was sollen wir jetzt machen? Wir gehen zurück zur Säule. Schnell, beeil dich. Danke, sehr freundlich von dir. Willst du mich jetzt verarschen? Er sagt, wir gehen zurück zur Säule. Schnell, beeil dich. Und dann wirft er seine Angel aus. Das ist doch nicht dein Ernst. Er meint die Säule da hinten, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig in Erinnerung habe. Genau. Oh, ich bin heute. Am besten rede ich gar nicht mehr, ganz ehrlich. Oh. Manche wird sich ja auch freuen, wenn ich sowas sage. Oh. Jetzt hat es gerade alles versaut. Ich wollte gerade noch sagen, mein Freund freut es immer, wenn ich nichts sage. Da war doch. Da hinten war doch gerade. War das Mini? Hebe die Kugel der Freundschaft auf. Platziere die Kugel der Freundschaft in der Säule. Können wir das jetzt endlich.
Jetzt haut der Kerl einfach ab. Ich muss hier mal kurz was ausgraben. Moment. Ich kann gerade nicht. Mach schon. Oh, hallo. Ist jetzt wieder zurück. Scherben. Kann man mit dir jetzt irgendwie interagieren oder so? Nee, ne? Wo ist er jetzt hingelaufen? Er ist zu dem Ort gelaufen. Der Brunnen. Der Brunnen war vorher doch auch so frei, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, oh, hallo. Unglaublich, du hast es geschafft. Der Brunnen ist vom Fluch befreit. Ach, dann waren doch die Ranken darüber. Weißt du, die alte Herrscherin ist mit Hilfe von Magie von Brunnen zu Brunnen gereist. Ich wandere lieber. Nee, ich möchte eigentlich schnell ans Ziel kommen. Mit Magie zu reisen klingt riskant. Nö, das finde ich nicht. Ich möchte schnell ans Ziel kommen. Dann wirst du die Brunnen im Dorf sicherlich nützlich finden. Aber vergiss nicht, dir hin und wieder auch Zeit für einen Spaziergang zu nehmen. Man weiß nie, welche Geheimnisse man entdecken kann. Apropos umherwandern. Weil die Kugel der Freundschaft wieder da ist, wurde die dunkle Magie von den Riesennachtdornen entfernt, die den Weg zum Rest des Tals blockieren. Wenn du genug Dreamlight gesammelt hast, kannst du die Riesennachtdornen entfernen und mehr erkunden. Mit der Zeit sollten wir herausfinden können, was mit den anderen geschehen ist, die zurückgeblieben sind. Gerüchten zufolge hielt sich die Meerhexe am Strand auf, als im Tal das Chaos herrschte. Ariel, sagtest du gerade Meerhexe? Klingt nach einer Frau nach meinem Geschmack. Klingt unheimlich. Ja. Du solltest dich vor ihr in Acht nehmen. Sie kann ein bisschen tückig sein. Die Meerhexe könnte viele der Antworten haben, die wir suchen. Ich schlage vor, dass du zunächst die Strände im Süden erkundest. Ja, wie geil, wie geil, wie geil. Das hatte ich gehofft, dass wir jetzt was Neues haben, womit wir reisen können. Sehr schön. Ja, cool. Die Frage ist jetzt, wir sollten doch für ihn Schillernder Strand, genau, den wollten wir ja sowieso freilegen, ne? Also wollten wir sowieso hier unten hin. Oh, oh, hallo. Es gibt ein Biom im Tal, das du noch nicht gesehen hast, weißt du? Es heißt Schillernder Strand. Ich fürchte, du wirst diese Nachtdornen entfernen und einen Weg freimachen müssen. Ja, lass uns hingehen. Herzlichen Glückwunsch, Gameplayerin. Du kannst jetzt den Strand besuchen. Ja, wie geil ist das denn? Oh. Nein! Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Was war das denn gerade? Moment, hier muss ich immer eben zwei Geschenke so. Oh, das sieht aber cool aus. Wobei ich ehrlich gesagt davon ausgegangen bin, dass ich hier irgendwie Vajana oder so finde. Ich wollte gerade sagen, du brauchst meine Hilfe und dann haust du ab. Hallo? Was denn nun? Da bist du ja. Sei gegrüßt, meine Liebe. Du hast alles, das hast du gut gemacht, Gameplayerin. Pflege weiterhin deine Freundschaften und bleibe neugierig. Das werden deine größten Stärken sein. Du wirst jede Hilfe brauchen, die du bekommen kannst. Ich fürchte, dass das Dreamlight Valley nicht wirklich sicher ist, bis wir alle Kugeln finden und an ihren Platz zurückbringen. Finde sie und stelle die Säulen wieder her. Wir zählen auf dich, Gameplayerin. Meisterhaft. Ich weiß ja noch nicht mal so richtig, was ich eigentlich gemacht habe. Erforsche die verfluchte Höhle. Okay. Na, ach, ich will nichts aufheben. Jetzt komm schon. Uns erwartet viel Arbeit. Eine frustrierende Lektion. Beginne die Aufgabe oder mit großer... Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen rosa und blau? Sag mal, mit großer Macht? Gameplayerin, einige Dorfbewohner machen sich Sorgen. Unsere Erinnerungen verblassen allmählich. Wir befürchten, dass sich das Vergessen wiederholt. Ach, was ist das alles doch für ein großes magisches Schlamassel? Es ist das Werk eines dunklen Wesens. Es ist...
Nee, es hat eine Höhle verflucht. Ja, ich bin mir nicht sicher, ne? Aber es ist durch ein Portal verschwunden, ne? Also ich sag mal, es hat eine Höhle verflucht. Ah, es ist also ein dunkles Wesen, das für all diese Flüche verantwortlich ist. Wenn wir verhindern wollen, dass sich das Vergessen wiederholt, müssen wir alles über diese Situation in Erfahrung bringen. Was los ist, wer dafür verantwortlich ist und wie es geschieht. Ja, ich werde es nie wieder geschehen lassen, das ist richtig, aber ich frage mal, womit soll ich anfangen? Am Strand gibt es ein paar versteckte Grotten. Du solltest sie erforschen. Als das Tal im Chaos versank, flüchtete die Meereshexe in eine Grotte am Meer. Sie ist wahrscheinlich in der Grotte, die du auf der Nordseite des Strandes gesehen hast. Untersuche die Grotte und finde sie. Wie ich Ursula kenne, hat sie immer ein paar Geheimnisse parat, die sie bereit ist, gegen etwas zu tauschen. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Ja, ich finde das so geil, wenn er sagt, ich lüpfe meinen Hut. Was soll mir das Oh, bedeuten? Hallöchen, du kommst ein bisschen spät, weißt du? Oh, verflixt, vermaledeit. Alles ist kompliziert. Ein großes, mystisches Chaos. Was ist los, Merlin? Nichts. Oder besser gesagt, alles. Ich will ein Experiment durchführen, aber es klappt einfach nicht. Simsalabam war schon immer eine effektive Variante von Simsalabim. Es klingt, als bräuchtest du eine Pause. Wann hast du zuletzt gegessen? Etwas gegessen? Mit Essen? Vielleicht. Dienstag? Hör auf zu arbeiten. Ich besorge dir was zu essen. Und jetzt lauf! Aber er hat doch wieder dieses Blaue. Bring ihm ein Zwei-Sterne-Gericht. Moment, wir haben doch genau, die gegrillte Gemüseplatte gemacht. Wird ihm nicht viel bringen, aber es sind Zwei-Sterne-Gericht. Ich meine, also ein Drei-Sterne-Gericht. Ich wollte gerade sagen, Du aber das bist hat er hier. trotzdem Schön, angenommen, denn okay. uns bleibt nicht viel Zeit. Oh, das riecht ja herrlich. Anscheinend bin ich tatsächlich ziemlich hungrig. Ich war so in meine Studien vertieft, dass ich vergessen habe zu essen. Kein Wunder, dass ich so frustriert war. Vielen Dank, Gameplayerin. Hervorragend. So, das heißt jetzt, dass ich jetzt aber soweit alles, ja, jetzt nur noch die Höhle erforschen muss. Okay, perfekt. Da kriege ich dann auch noch mal 1000 von den Sternenzeugs. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ach, ich muss dieses. Hey, das kann man gar nicht weg. Ach so, das muss ich wegschaufeln oder so. Keine Ahnung. Ich gehe erstmal hier runter. Ih, was ist das denn? Kann ich dich wegmachen? Nee. Hallo, du bist ja eine Schild. Bist du die Schildkröte von Findet Nemo? Oh, ich bewege mich nicht. Annähern. Hallo. Ich weiß nicht, was du isst. Ich habe ein paar Beeren dabei, vielleicht. Ah, oh, du bist so süß. Und du hast einen Maiskolben dabei gehabt. Maiskolben, das ist aber nicht schlecht. Ach, die haben jetzt hier andere, ne? Kuckuck. Hallo. Kuckuck. Ja, du bist der, der mir die ganze Zeit schon folgt, ne? Ich weiß. Okay, wir haben ja auf jeden Fall andere Blumen. Und ich schätze mal, dass wir hier auch andere Fische haben. Das kann man aufheben. Ja, dann nimm's. Neues Herstellungsrezept. Faser, okay. Ah, Moment, ich habe eine Muschel gefunden. Das kann man auch aufheben. Neues Herstellungsrezept freigestellt. Gestreuter Schotter, irgendwas. Schotterweg oder so. Hallo. Bin ganz lieb. Ich mach nichts. Kannst wieder rauskommen. Hallöchen. Oh. Okay, so. Da schauen wir mal. Da bekommen wir wieder was. Oh, ich bin schon wieder voll. Oh. Was habe ich denn da gerade bekommen? Hellbraune Chino-Shorts. Kieselsteine und Blaubeeren. Okay. Machen wir hier mal so ein bisschen den Strand.
Rand sauber. Was ist das? Achso, das kann man gar nicht aufheben. Okay. Ja, was bist du denn? Du bist doch der, den ich schon, wo ich mich schon angenähert habe. Aber wie kriege ich die Dinger jetzt hier weg? Wahrscheinlich hat das irgendwas mit der Meerhexe zu tun oder so. Dass das jetzt erstmal noch blockiert ist und dann im Laufe der Geschichte quasi weggemacht werden kann. Es tut mir leid, ich muss dich mal eben ausbuddeln. Er stand jetzt aber auch so ungünstig im Weg rum. Was haben wir denn hier? Dich können wir doch auch einsammeln, oder? Seetang, denke ich mal. Das sind rosa Muscheln, die ich nicht mehr... Nee, die ich nicht mehr aufheben kann. Okay. Dann lege ich mal die Stöckchen ab. Dann kann ich die zumindest noch aufheben. Die würde ich nämlich ehrlich gesagt gerne mitnehmen, weil ich die noch nicht kenne und noch nicht habe. So, haben wir die schon? Okay, die können wir auch. Das sind Sonnenblumen, ne? Die kann ich auch nicht aufheben, ja. Kannte ich auch, glaube ich, vorher noch nicht. Da ist ein Brief. Den kann ich auch nicht... Doch ansehen kann ich ihn. Ah, okay. So, was haben wir denn jetzt? Manchmal blicke ich auf den Ozean und denke darüber nach, über das Tal hinaus zu reisen. Ich könnte eine ganz neue Welt entdecken. Ja, wobei das wahrscheinlich eher... Ach, hier habe ich die Blaubeeren her. Ah. Ach nein, 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 ich wollte dich gar nicht öffnen. Ah, den kann ich doch jetzt nicht nehmen. Das kann ich mir... Kann ich mir das freimachen hier? Untersuchen 5000. Oh, so viel habe ich gar nicht. Also habe ich schon, aber... Boah, das ist... Nimm auf jeden Fall die Lichtung des Vertrauens in deine Reisepläne auf. Das heißt, nachdem du die Nachtdornen entfernt und den Weg freigemacht hast. Dort gibt es viel zu lernen. Wirklich viel. Okay, dann machen wir das mal. Gut gemacht, Gameplayerin. Dein Weg zur Lichtung des Vertrauens ist nun frei. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Boah, da gucken wir auch mal eben. Jetzt sind wir hier in so einem sumpfigen Gebiet drin. Okay, mit einem Wasserfall. Okay. Ja, hinten kamen wir ja leider nicht weiter. Da sind ja überall diese Dinger drin. Da müssten wir... Ach so, das ist der schillernde Strand, aber... Lichtung des Vertrauens. Die Frage ist jetzt, wo ist denn dann die Höhle, die wir eigentlich untersuchen sollten? Hier ist noch ein Boot. Oh. Wollte ich eigentlich gar nicht rein. Aber okay. Sitzen. Ja, das kann ich jetzt auch wieder nicht. Ich muss mal eben kurz zurück. Es tut mir wirklich leid. Ich muss mal eben zurückreisen. So geht das nicht. Ich habe sowas von überhaupt gar keinen Platz hier drin. So, dann haben wir den noch. Das war... Achso, das war Kohle. Das noch. Blumen haben wir auch gefunden. Algenart. Solltest du eine Menge davon fangen können. Eigentlich Algen, ne, ist es ja was zu essen. Normalerweise würde ich sagen, das tue ich mal hier vorne zu den Essensvorräten rein. Jakobsmuschel, Kieselsteine. Blaubeeren ist auf jeden Fall was zu essen, das machen wir mal hier rein. Ja, und die Sachen bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Das ist noch was von Mickey. Das lasse ich mal lieber drin. Das kann ich mal mit reintun. Bananen und so habe ich auch alles voll. Da will ich halt nicht mehr als diesen einen Stack reintun. Das ist das Problem. So, was haben wir denn hier vorne noch? Haben wir noch ein bisschen Platz?
Dann machen wir mal Kieselsteine da. Das zum Anpflanzen. Und dann haben wir schon wieder gar keinen Platz mehr. Dann würde ich sagen... Wo drunter? Ah, hier. Dass wir uns nochmal eine Truhe machen. Miki, ich denke, du bist um die Uhrzeit normalerweise am Schlafen. Altes Haus. Also, das musst du jetzt verstehen, wer will. So, die Truhe. Die stellen wir mal direkt daneben. So. So, da schmeißen wir jetzt auch Kohle rein, das rein, das. Ja gut, zum Erkunden ist es ein bisschen blöd eigentlich, aber Bananen und Äpfel tue ich auch mal da rein. Und das von Miki lasse ich mal drin, weil sonst vergesse ich das nachher noch. Achso, ich kann ja jetzt zumindest dahin reisen. Ich muss hier erstmal gucken, was ist das hier eigentlich? Da konnte man so noch nichts machen, ne? Ach, da kommt man direkt... Ah, okay. Okay, okay. Gut. Ich würde nur... Dich habe ich doch aber schon... Oder nicht? Kann man die Dinger vielleicht abbauen? Nee, auch nicht. Okay. Ist halt ein bisschen blöd, wenn man nicht weiß, was man jetzt tatsächlich... Ach so, da in der Ecke lag aber noch was. Ah. Ich muss mal eben an dir vorbei. Das darf ich nicht liegen lassen. Hallo. Das muss ich eben benutzen. So, ein neues Sofa. Sehr schön. Wir könnten jetzt hier eigentlich auch mal kurz angeln. Einfach nur mal... das war nicht die Angel. Einfach nur mal, um zu gucken, erstens, ob ich es noch kann. Ich glaube eher nicht. Nein. Oh, jetzt habe ich sehr schnell gedrückt. Was machst du denn jetzt hier? Okay, ich muss mich da sowas von drauf konzentrieren. Hering, das ist, glaube ich, ein neuer Fisch. Das ist schön, dass du mir so zujubelst hier. So. Ah, nee. Ah, ja, ja. Nicht so. Bisschen weiter. So. Schauen wir auf jeden Fall mal eben nach. Okay. In der letzten oder vorletzten Folge, da hatte ich ja total nervöse Finger. Oder in irgendeiner Folge danach, keine Ahnung. Davor. Da habe ich ja ständig drauf gedrückt und irgendwie funktionierte da ja nichts, was das Angeln betrifft. Oh, warum angelt er jetzt auch? Oh je, ich bin ein schlechtes Vorbild. Gut, jetzt können wir dich erstmal öffnen. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was drin ist. Eine kurze Sporthose. Okay. So. Was? Aufenthaltsraum. Ja, ich schwebe über dem Bett und spiele mit meinem Handy von mir aus. Okay. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Verlassen, verlassen, verlassen. Nur mal eben gucken. Erforsche die Verfluchte. Ja, die würde ich gerne erforschen, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich da hinkomme. Weil ich habe es jetzt so verstanden, dass die irgendwie hier war. Aber das ist ja jetzt ein komplett anderes Gebiet. Da hinten haben wir jetzt auch nochmal... Ah, Moment. Du bist neu. Ich nehme schon mal mit. Hier haben wir jetzt auch nochmal so einen Stein. Den nehmen wir auch mit. So. Oh, was ist das?
Ich schwöre, dass hier in der Nähe irgendwo ein Haus war. Wem gehörte es? Es war einer meiner Freunde. Wie konnte ich... Okay. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was wir hier eigentlich gemacht haben bei dem anderen, dass wir jetzt da endlich das Ding... Eigentlich haben wir ja nur mit ihm gesprochen. Und dann konnten wir plötzlich die Kugel da rausholen. Ich mache hier einfach mal so ein bisschen Platz. So, was habe ich jetzt... Was habe ich denn jetzt da gerade gefunden? Okra-Samen. Keine Ahnung, was Okra ist, aber es hört sich gut an. Da kommen wir nicht weiter. Ernten? Eier oder was? Nee, Champignons, ich wollte gerade sagen. Okay. Es sah irgendwie so aus, als ob ich gerade Eier geerntet habe. Na gut. Die können wir auch direkt mitnehmen. So. Ich schaue jetzt hier gerade nur noch mal, bevor ich jetzt die Folge gleich beende, was wir hier alles haben. Die könnten wir vielleicht auch mal rüberstellen zu uns. Dass wir da nicht so weit laufen müssen, auch wenn ich keine Ahnung habe, was wir da jetzt geholt haben. Da kommen wir... Achso, doch, da kommen wir doch rein. Was bist du denn? Was warst du denn für ein Viech? Was ist der da hinten hingelaufen? Oh Gott. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die Schöne und das Biest. Weil ich jetzt hier gerade Blümchen am Pflücken bin. Und das, glaube ich, nicht so günstig ist. Okay, hier kann ich nicht rein. Gut, beziehungsweise nicht gut. Und hier ist alles voll von diesen... Da komme ich auch nicht rum. Ja, da sollte Merlin eigentlich ja dafür gesorgt haben, dass ich das mit der Gießkanne wegmachen kann. Aber scheinbar funktioniert das ja nicht so wie gewollt. Okay, schauen wir hier mal. Oh, Goofy. Den kann man freischalten. Einen schönen Tag noch. Wie viel brauche ich? Ah, 2000. Okay, dann werde ich auf jeden Fall offline mal gucken. Ja, ich weiß. Dann werde ich offline mal gucken, dass ich auf jeden Fall noch mal ein paar Möhren ernte. Dann kriegen wir noch mal irgendwie 5000, 7000 die Ecke. So. Was haben wir hier? Ernte unterschiedliche Früchte. So, und das war jetzt, wenn man da runter geht. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Hier ist irgendwie so ein Sumpf. Sagt mir jetzt gerade ehrlich gesagt gar nichts. Also ein Sumpf. Außer kein Keks für Kobolde. Wüsste ich jetzt nichts, was mit einem Sumpf zu tun haben könnte. Das war, soweit ich weiß, auch nicht von Disney. Das sammeln wir noch ein. Rechts waren auch noch welche. Erntepilze. Können wir auch mal eben. Zack, da waren noch andere Sachen, sehe ich gerade. Egal, das mache ich dann hier jetzt auch wieder zu. Okay, aber hier geht es auf jeden Fall noch mal ein ganzes Stück weiter rein. Ah, Gott. Also ich werde definitiv offline schauen, dass ich hier mal viel frei mache. Dass ich dann noch das Geld hole. Das mache ich am besten noch vor der nächsten Folge. Oh, wo kommst du denn her? Was bist du denn für einer? Aber die Viecher, die kenne ich doch irgendwie aus Disney. Ich komme jetzt gerade aber echt nicht drauf. Auch Dagobert steht schon da oben, guckt sich seine nächste Investition an, oder was? Ich habe wirklich Glück. Meine Nachbarn sind toll. Ja, ne? Das ist immer toll. So. Okay. Hallo, hier bin ich. Ja, das ist toll. So. Ja, dann würde ich wirklich sagen, wenn ich mal ein bisschen abseits von diesem Geräusch stehe. Remy, was machst du denn hier? Bist du wieder Blumen am Fressen? Mal diese ganzen Ratten wollte ich gerade... doch, das ist ja eine Ratte gewesen. Es war keine Maus, genau. Deswegen heißt es ja Ratatouille, ne? Okay, ja. Hier bewegen sich viele, glaube ich, so langsam ins Bettchen, habe ich so das Gefühl. Ich würde aber gerne noch ein Stündchen aufnehmen. Das heißt, so zwei Folgen schaffe ich auf jeden Fall noch. Ich werde aber vorher das Feld neben mir erstmal abernten. Und ja, danach schalte ich euch dann auch wieder hinzu. Bis zur nächsten Folge. Ciao!